So, untersucht sollen Netzstörungen bei 16 kHz im Stromnetz werden. Hier ist ein Spektrumanalyser. Das ist ein Perseus-Empfänger. Das sieht von vorne so aus. Technische Daten haben wir hier. Das ist von der Firma Micro Telekom. Der macht Werte, also geht bei 9 kHz los. Und er hat hier so Eingangsempfindlichkeiten von minus 131 dBm. Und dass er bei 9 kHz losgeht, steht auch irgendwo. Hier haben wir es. Da haben wir auch eine Empfindlichkeit von minus 131 dBm. So, und jetzt haben wir hier das Spektrum. 2 MHz breit. Wir sehen hier, wo dieser kleine Strich ist, das sind 16 kHz, da kommt nichts. Das links davon ist der Nullpunkt und das sind alles Netzstörungen. Eingekoppelt ist das Ganze kapazitiv, das ist hier ein Netzstromkabel. Da ist einfach nur ein Draht drum gewickelt und jetzt kann man da mal ein bisschen auflösen, auf eine geringere Bandbreite gehen. So, und dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann haben wir eine Bandbreite, die ist jetzt bis 60 kHz. Sehr interessante Signale, die hier auf dem Netz drauf sind. Aber nicht bei 16 kHz. Wir sehen hier bei 20 kHz ein Signal. Wir sehen hier bei knapp 30 kHz ein merkwürdiges Signal. Sieht digital aus. Und hier hinten bei 57 kHz kommt auch ein komisches Signal. Die Nullrauschkurve ist uninteressant. Wir können hier noch ein bisschen zoomen. Da gibt es eine Zoom-Funktion, damit der Ausschnitt noch geringer wird. Allerdings bleibt dann das Bild stehen. Dann gehen wir mal auf Spektrumanzeige. Da wird der Prozessor ein bisschen. Also hier ist bei 16 kHz nichts zu sehen. So, die Zoom-Funktion mal wieder rausnehmen. Wir sehen hier ein paar Spitzen, also das sind die Signale, die wir hier haben. Wie gesagt, eingekoppelt im Stromnetz. Hier unten, das ist die Kilohertz-Anzeige. Also bei 16 ist nichts, bei 20 kommt was. Dann haben wir hier Signale, die man eben gesehen hat. Im Wasserfalldiagramm nochmal einschalten. Also hier im Raum Freiburg ist nichts mit 16 kHz im Stromnetz. Wie gesagt, bei einer größeren Bandbreite von 2 MHz ist natürlich alles voller Störung. Das sind wahrscheinlich eingekoppelte Signale. So sieht das aus. Und man kann jetzt hier die Frequenz noch meinetwegen. Können wir mal auf 4 MHz gehen. Da sehen wir nichts mehr. Also die ganzen Störungen, die sind. Gehen wir mal auf 2 MHz. Da ist auch nicht viel los. Gehen wir mal auf 100 kHz und da haben wir die ganzen Störungen. Gehen wir auf 200 kHz. Gehen wir mal auf 500 kHz. Ist auch alles voller Störungen. Bei einer Bandbreite von 2 MHz. Das heißt, hier, wo der Strich ist, das sind jetzt 500 kHz. Und das geht dann bis 1 MHz hoch. Das ist alles voller Störungen. Alles im Netz eingekoppelt. Ist ja klar, wir haben Freileitungen, da koppelt sich alles Mögliche ein. Jetzt gehen wir nochmal 16 kHz ein hier. 16 kHz. Machen wir das Bild weg. Und eine schmälere Bandbreite von
100 kHz ungefähr. Und da kann man hier überhaupt nichts sehen bei 16 kHz. Das nächste Störsignal, was da kommt, das ist bei 20. Das ist auf jeden Fall ein digitales Signal. Kurz vor 30. Und dann hier bei 40 ist auch nochmal ein digitales Signal. Und hier hinten bei zwischen 55 und 60. Das ist eine interessante Modulation. Das ist eine Frequenz und Tastung wahrscheinlich. Gut, das zu dem Thema 16 kHz Störung im Stromnetz.